Ja, es ist soweit. Würde ich auch sagen. Herzlich willkommen auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Herrliches Wetter. Ich denke mal, in Chemnitz wird das auch so schön die Sonne scheinen. Normalerweise müsste man dann in den Vortragsräumen da alles die Jalousien wieder runterfahren. Wir sitzen noch alle zu Hause daheim und leider nächstes Jahr vielleicht wieder anders. Ja, heute Vortag gleich am Sonntagmorgenstart. David Kastrup mit nichtlinearen Videoschnitt Shotcut. Ja, ich übergebe mal das Wort. Ja, danke Norbert. Ich mache als erstes mal hier die Präsentation zu. Lasse ich jetzt erstmal das Video ablaufen. Ich hoffe mal, der Link ist noch, der ist noch da. Hallo, der Titel dieses Vortrags ist Nichtlinearer Videoschnitt mit Shotcut. Da ist natürlich dann zunächst die Frage, was verstehen wir unter nichtlinearem Videoschnitt? Nichtlinear heißt, das Material muss nicht sequenziell verarbeitet werden, also auch nicht in der Reihenfolge, in der es kommt, wie wenn man eine Live-Schalte macht, sondern man kann hinten anfangen, vorne aufhören, man kann sogar einzelne Abschnitte komplett von hinten nach vorne laufen lassen, also rückwärts, was ganz praktisch ist, wenn man ein Demontagefoto durch ein Montagefoto ersetzen, also eine Demontagesequenz oder eine Montagesequenz ersetzen möchte. Ja, weil es dann einfacher zu machen ist oder generell man startet bei einem Zustand geringer Entropie bei der Aufnahme und endet in einer großen Entropie und dann dreht man halt einfach die Zeitachse um und das Video verwandelt Chaos ganz zwanglos in Ordnung, was bei mir eigentlich nie in dieser Richtung abläuft. Was auch wichtig ist, alle Änderungen, die man durchführt in dem Editor, sind nicht destruktiv. Das Ausgangsmaterial wird, egal wie man rumschnippelt, nicht beeinträchtigt. Man kann jederzeit wieder von vorne anfangen. Was noch wichtiger ist, man kann sich beliebig viel Zeit lassen und rumbasteln, um irgendwelche Sachen zusammenzusetzen. Das ist ein Vorteil, ist natürlich auch ein Nachteil, weil man dann nie das Gefühl hat, wirklich fertig zu sein. Beim Editieren kommen jetzt sogenannte Proxys zum Einsatz. Das heißt, wenn wir gleich irgendwelche Beispiele sehen und man sich sagt, naja gut, was hat er jetzt für eine lausige Videokamera verwendet, ist es tatsächlich so, dass das Endprodukt sieht erheblich besser aus. Beim Editieren braucht man aber nicht diese hohe Auflösung, diese hohe Qualität und man hat auch genug und der Rechner hat auch genug Sonstiges zu tun. Es ist normalerweise dann so, dass er das erste Mal, wenn er irgendeine Videoquelle lädt, sich dann die passenden Proxys generiert und dann in Zukunft mit denen arbeitet, was die ganze Anzeige- und Schneidearbeit angeht. Es wird dann halt hinterher exportiert und dann in voller Qualität. Die Benutzerschnittstelle, es gibt eine Zeitachse mit Video- und Audiospuren. Die Videospuren können natürlich, wenn sie von einer Videokamera stammen, enthalten sie typischerweise auch Audio. Man kann auch eine Videospur spalten in eine Video- und eine Audiospur. Man kann es aber auch zusammenlassen. Die verschiedenen Quellen werden halt in diesen Spuren platziert und dort kann man sie schneiden, kopieren, Übergänge reinsetzen. Man kann Filter anwenden und generell halt eine Menge Unfug machen. Wenn man irgendetwas schneidet und hat in der Spur schon Inhalt dahinter, dann ist immer die Frage, soll das Zeug, was dahinter ist, nach vorne aufrücken, ja oder nein? Da ist es so, dass man Knöpfe hat, mit denen man einstellen kann, ob das Material dahinter aufschließt. Es gibt auch noch einen zusätzlichen Knopf, mit dem man einstellen kann, ob das Material in anderen Spuren auch beeinträchtigt wird. Und wenn man
Material so schiebt, dass es übereinander landet, dann wird da ein Übergang in der Zone, wo sich die jeweiligen Teile des das jeweilige Material überlappt, platziert. Und solange man halt keine Überlappung hat, kann man noch an den Abschnittsgrenzen selber, also nicht an dem ganzen Inhalt, sondern nur an der Grenze hin und her ziehen und dadurch Material wiederbeleben, was eigentlich schon gelöscht wurde, oder Material in der Versenkung verschwinden lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist das, ja. Dann machen wir doch einfach jetzt schon den ersten Cut und zeigen die Benutzeroberfläche einmal auf. Neues Projekt, das nenne ich mal Samsung. Und dann öffnen wir hier eine Movie-Datei. Und so, jetzt haben wir hier ein. Die ziehen wir jetzt einmal hier runter auf die Zeitachse. Also jetzt sehen wir hier, hier läuft als Auftrag die Generierung eines Proxys. Ein Proxy ist eine Videodatei, die für Shotcut effizienter zu behandeln ist als die Originaldatei in verringerter Auflösung und die er deswegen verwendet, um seine Editieroperationen zu machen. Dann gucken wir mal hier gerade, wie das ausschaut mit dem Movie. So, jetzt. So, da gehen wir mal hier ein Stück zurück. Vor das erste Einatmen, was man hier sieht. Und da mache ich jetzt einen Cut. Dann mache ich es mit der Taste S wie Split. Und dann entferne ich hier mal links das Teil. Ja, da hätte ich jetzt gerne die englischen Titel, weil das eine ist hier Ripple Markers innerhalb einer Spur und das andere ist Ripple Markers across tracks, also zwischen den Spuren. Und die Übersetzung hier ist grauenvoll. Muss ich dann nachher, also gut, solange die beiden auf demselben Wert stehen, ist das nicht tragisch. So, dann löschen wir hier vorne das Teil. Einmal markieren. Und dann, ich habe eben vergessen, das zu markieren. Dann löschen wir das. Dann rutscht das Ganze hier auf. Dann können wir an den Anfang zurückgehen und dann hier spielen. So, jetzt haben wir hier ein HDMI-Kabel. An der einen Seite habe ich jetzt schon einen HDMI-Grabber. Da steht es HD Video Capture Device dran geklemmt. Das ist auch ein relativ billiges Teil, das nicht mehr macht als Motion JPEG. Und also es macht schon mehr, aber dann mit furchtbaren Frameraten. Das war jetzt mal eine Passage, die ein bisschen redundant ist. Die schneiden wir jetzt einfach mal raus. Auch hier wieder mit S wie Split. Und davor war es halt auch. Das war ungefähr hier. Markieren und entfernen mit X. Und damit das jetzt überblendet, schieben wir das noch ein ganz klein wenig rüber. Ja, da haben wir ja etwas Platz noch. So. Da haben wir dann hier einen Übergang. Und wenn wir das abspielen, sieht das so aus. Das nennt sich USB 3.0, ist es nicht, hatten wir schon. Da auf der anderen Seite ist dann ein Mini-HDMI.
Man sieht also, wie die Bilder jetzt ineinander übergeblendet wurden. Man merkt halt, dass da was getan wurde. USB 3.0 ist es nicht, hatten wir schon. Ja. Das war jetzt ein Beispiel. Der Proxy ist jetzt auch fertig. Dann gucken wir gleich mal weiter. So, das haben wir jetzt gesehen. Ja, aber was für Quellen hat Shotcut denn, die es verarbeiten kann? Da gibt es zum einen Video- und Audiodateien. Das ist natürlich die offensichtlichste Quelle. Was bei mir meistens der Fall ist, dass ich eine Videodatei habe mit einer Tonspur von der Videokamera, die ich im Endeffekt nicht behalten will. Und ich habe eine Aufnahme von einem Aufnahmegerät oder einem anderen hochqualitativen Medium, wo ich dann den Ton nehme und statt des Videotons verwenden möchte. Dann kann man existierende Shotcut-Dateien auch als Quellmaterial nehmen. Das kann ganz nützlich sein, damit man beim Hin- und beim wiederholten Editieren und Wiederverwenden von Material nicht jedes Mal neu exportiert und importiert und dadurch die Qualität der Videos leidet. Dann kann man Sachen generieren lassen wie Farbflächen, Texte, Rauschen, Zähler. Man kann tatsächlich auch live Sachen einspielen. Also man könnte zum Beispiel Kommentare übersprechen. Ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht, aber die Möglichkeit besteht schon, dass man dann auch noch live Material aufzeichnet. Dann hat man das als Quellmaterial und kann das dann auf die Zeitachse runterziehen. Man kann tatsächlich den Zustand der aktuellen Zeitachse auch als Quelle benutzen für einige Operationen. Man kann sie nicht dann wieder in die Zeitachse ziehen, das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, aber man kann schon auch Filter anwenden und man kann Teile der Zeitachse exportieren, also einen Abschnitt herauslösen und dann von dem aus einen Export machen. Das war bevor vor einigen Monaten Marker eingeführt wurden, eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man Ausschnitte exportieren konnte, ohne das Projekt dann auch noch dabei gleichzeitig zu zerschneiden. Da musste man halt die Anfangs- und Endzeiten sich auf den Zettel schreiben und dann konnte man die aktuelle Zeitachse als Quelle benutzen und dann aus einem Quellenabschnitt exportieren. Also das ist ein bisschen von hinten durchs Knie ins Auge. Man kann Filter einsetzen, Audiofilter und Videofilter. Das sind relativ übliche, also so etwas wie bei Videofiltern zuschneiden, Korrekturen von Farbtönen und ähnliches. Man kann Ausschnitte in eine Richtung schieben, man kann mit Masken arbeiten, um da nur an bestimmten Teilen etwas durchscheinen zu lassen. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Da muss man sich eigentlich einfach mal die Tabellen angucken und gucken, ob also die Optionen und schauen, ob einem da was zusagt. Man kann diese Filter anwenden auf das Quellenmaterial. Dann ist jeder davon verwendete Abschnitt betroffen. Man kann es auf einzelnen, also mit dem Quellenmaterial bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mal so sicher, weil ich da neulich Probleme hatte. Aber was man natürlich machen kann, ist, wenn man plant, Filter zu verwenden, ist, wenn man das erste Mal das Quellmaterial auf die Zeitachse schiebt, dass man dann sofort Filter wie etwa Lautstärke-Normalisierung auf das importierte Material anwendet. Und dann sind die Filter, wenn man dann danach das Material zerschnippelt, auf allen den daraus resultierenden Abschnitten auch vorhanden. Und der Effekt ist damit dasselbe, man muss halt nur die Reihenfolge beachten, sonst muss man halt hinterher, wenn man nach dem Schneiden etwas überall haben will, das auf alle Abschnitte anwenden. Man kann, wie gerade schon angedeutet, auf einzelnen Abschnitten Filtern anwenden. Man kann eine gesamte Spur mit einem Filter versehen. Ja, zum Beispiel eine ganze Spur lauter machen, das geht, was mich
irritiert. Was nicht geht, ist zum Beispiel eine ganze Spur normalisieren. Das scheint nicht mit klarzukommen. Eine wichtige Eigenschaft, die Shotcut auch hat, sind sogenannte Keyframes. Das heißt, so Filter, mit denen man jetzt zum Beispiel Positionen von irgendwelchen Ausschnitten festlegt. Die Positionen sind ja numerische Parameter und die meisten Parameter, die Shotcut so hat, sind keyframable, wie sich das nennt. Das heißt, man kann in den Keyframes, die parallel zur Zeitachse liegen, dann die Werte an bestimmten Stellen festlegen und dann, wenn der Parameter als keyframable markiert wird, dann variiert Shotcut kontinuierlich zwischen den beiden Punkten diesen Parameter. Man kann dadurch dann Übergänge machen, die darauf basieren, dass sich bestimmte Parameter von einem Wert zu einem anderen Wert durchgehend ändern. Ja, also Beispiele, wenn sich die Durchsichtigkeit von Material ändert, dann kriegt man eine Überblendung raus, auch wenn Übergänge jetzt natürlich schon auch als normale Funktionalität existieren. Wenn sich Position verändert, dann verschiebt sich etwas. Man kann eine Anordnung zum Beispiel von verschiedenen Quellen in eine andere Anordnung überführen, indem man die Quellen dann durch die Gegend schiebt und das halt kontinuierlich macht. Man kann zwischen einem Vollbild und einem Bild im Bild wechseln, natürlich, indem man, wenn man mehrere Videospuren hintereinander hat und dann die oben liegende Spur so lange verkleinert, bis sie im Kontext der unterliegenden Spur irgendwo eingebaut ist und dann hinterher wieder zurückholt. Das kann man auch kontinuierlich machen. Ja, dann eine neu hinzugekommene Eigenschaft von Shotcut auch in den letzten Monaten sind Marker. Das hatte ich, glaube ich, schon vorhin erwähnt. Marker können eine Stelle oder einen ganzen Bereich markieren und man kann diese Bereiche oder Stellen benennen. Man kann sie verschiedenfarbig markieren und man kann auch die Anfangs- und Endpositionen dann fein verschieben. Und man hat die Möglichkeit, wenn man Material exportiert, nicht nur die gesamte Zeitachse zu exportieren, sondern tatsächlich auch dann nur einzelne Passagen. Das ist, wenn man jetzt ein ganzes Konzert aufgenommen hat und man möchte einzelne Stücke exportieren, ist das natürlich sehr praktisch. Da würde ich jetzt mal tatsächlich auch erstmal jetzt ein Beispiel zeigen von einem Projekt, wo das passiert ist. Da habe ich jetzt einmal hier ein Shotcut-Fenster. Mache ich ein Projekt auf. Ja. Da sehen wir jetzt ein Video. Ein Musikvideo, was erstellt wurde. Was man hier gerade nicht sieht, da mache ich mal die Trackheit etwas kleiner. Dass hier auch noch Audiospuren drunter sind. Da kann man mal hier runterrollen. Also zwei verschiedene Audiospuren. Da werden wir uns dann auch gleich kümmern drum. Und was man sieht, ist, dass diese Audiospuren, die mit einem separaten, muss ich da mal ein bisschen so schieben, die mit einem separaten Aufnahmegerät aufgenommen wurden. Ich gucke mal gerade, das kann man sehr schlecht erkennen. Das steht hier in der Mitte vor den Leuten auf dem Boden. Die sind jetzt synchronisiert worden mit den Video-Einspielungen. Und das kann man halt relativ leicht machen, wenn man, ich vergrößere hier mal gerade, den Zoom-Faktor. Man kann sich das also hier so angucken, wie mit den Waveforms, wie das so aufgebaut ist. Mal gucken. Gehen wir einfach mal irgendwo in die Mitte. Da ist nicht so viel zu sehen. Also man sieht, dass hier die Waveforms übereinander liegen. Das tun sie natürlich nicht von Haus aus, sondern man synchronisiert die dann, indem man
die Geräusche, also indem man guckt, dass man die jeweiligen Passagen miteinander identifiziert und dann die Spuren hier da jeweils hinschiebt. Man sieht also. Da ist dann der Ton zu den jeweiligen Spuren zu finden. Und man kann dann auch, indem man hier, Moment, bei der Videospur immer wieder mal das Audio anstellt und abstellt, also Mute und Unmute macht, überprüfen, ob sich dann ein Echo-Effekt ergibt im Zusammenhang mit den Audiospuren, die man hinterher tatsächlich verwenden will, statt der Audiospur, die die Videokamera aufgenommen hat. Oder ob tatsächlich dann die so gut übereinander liegen, dass die synchron klingen. Und das ist natürlich das, was man haben möchte. Es ist natürlich auch nicht sicher, dass die Geschwindigkeit der Aufzeichnungsgeräte hundertprozentig dasselbe ist. Aber angesichts dessen, dass die heutzutage eigentlich auch alle Hochfrequenzquarze verwenden, ist die Genauigkeit eigentlich, sollte höher sein, als das, was eine Quarzuhr erreichen kann. Und meistens kommt es halt ganz gut hin. In dem Moment, wo man eine größere Aufnahme aus verschiedenen zusammenschneidet, kann man auch zwischendurch mal ein bisschen hin und her schieben und dann noch was korrigieren. Habe ich aber bis jetzt eigentlich selten tun müssen. Gut, dann zoome ich mal wieder ein bisschen zurück, damit man ein bisschen mehr die Grobstruktur sieht. Da kann man eigentlich auch so zoomen, dass die ganze Aufnahme zusammenpasst. Da sieht man, dass verschiedene Stücke hier mit einzelnen Markierungen versehen wurden. Und dann innerhalb eines Stückes, man kann halt die Marken anwählen. Sind halt dann einzelne Sachen zu hören. Ich gehe mal gerade auf den Anfang von diesem Stück, dass man das vielleicht identifizieren kann. Das wäre dann hier. Ja, dann kann man in hier auch noch, wenn man tatsächlich das sich auch nur begutachten will, das Ergebnis auf den Player-Modus umschalten. Und auf die Art und Weise dann das überprüfen. So, dann gehe ich mal zurück in den Editiermodus. Mal schauen, was hier sonst passiert ist, außer dass hier zwei Tonspuren synchronisiert wurden und dass Marken gesetzt wurden. So viel mehr ist da gar nicht passiert. Da sind also auch keine Übergänge eingebaut worden. Das ist einfach nur fertig abgemischt worden. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier etwas auslagern will, dann kann ich hier Export machen. Und dann nehme ich mir ein markiertes Stück raus. Und dann suche ich mir hier ein Format raus. Man könnte jetzt in Versuchung kommen, man exportiert als Audio in Ogg Vorbis zum Beispiel oder MP3. Gut, MP3 geht natürlich immer. Ogg Vorbis ist ein freier Codec. Opus wäre eigentlich auch ganz nett, ist hier nicht aufgeführt als Audio-Only-Format. Was man tatsächlich ganz gut machen kann, das ist dann der Trick, ist, schauen wir mal, wir exportieren als WebM-Format VP9, das ist der aufwendige Codec. Und dann gehe ich in die Advanced Settings und dann sage ich bei der Auswahl des Videocodecs Disable Video. Was für einen Sinn macht ein Video ohne Video? Ja, das Audio ist auch noch da. Und da haben wir jetzt Opus als Codec. Da können wir dann 220k ist also für so Akkordeonaufnahmen eine ganz gute Rate. Und dann können wir das als eine WebM-Datei exportieren. Na. Da würde ich dann sagen, na,
So, und wenn ich dann das exportiere, dann ist das Erstaunliche daran eigentlich das Exportieren. Hier ist der Job, das geht sehr schnell, das sind dann in, der ist in 30 Sekunden damit durch. Was nicht besonders verwunderlich ist, weil er nur das Audio exportiert. Und diese Audiodatei, die eigentlich eine Videodatei ist, ohne Video, die kann, hat jetzt den Vorteil, dass sie tatsächlich auch auf Smartphones abspielbar ist und auf Macintoshes und auf Windows-Rechnern, sprich auf Rechnern, die sonst mit freien Formaten überhaupt nicht viel am Hut haben und wo man sonst auch keine Chance hätte, eine Opus-Audiodatei, eine reine abzuspielen. Das ist dann das Format, in dem ich typischerweise exportiere, wenn ich Audios weitergebe. Ist gut zu wissen, weil ansonsten hat man keine Chance, anderen Leuten etwas zu geben, was im Opus-Format kodiert wurde. Und das ist dann, es ist ein freies Format und es ist auch sehr effizient in der Kompression. Ja, was haben wir sonst noch? Also sonst ist jetzt, glaube ich, hier in dem Projekt gar nicht mal so viel zu sehen. Bei den Audiospuren sind Filter eingesetzt worden. Wenn wir mal angucken, welche Filter. Gain Volume ist ja eingesetzt worden. Die eine Audiospur ist um 18 Dezibel erhöht worden. Die andere Spur um 10. Das dient dazu, abzumischen, wie viel von den jeweiligen Leuten von diesem Aufnahmegerät in der Mitte links und rechts erfasst werden und wie viele von den Leuten hinten erfasst werden. Das war eine Mischung, die sich ganz gut ergänzt hat. Und man sieht auch, dass da noch einiges an Dynamikreserven bei der Aufnahme offensichtlich drin war, dass ich da das so erhöhen konnte. Das ist vom Rauschpegel da nicht optimal, aber man muss natürlich sagen, dass bei Aufnahmen direkt in der Nähe der Instrumente, wie das jetzt hier, ich kann noch mal das große Bild machen, wie das jetzt hier, hier ist das Aufnahmegerät, ne, wo der Cursor hin zeigt. Und wenn man wirklich bei relativ lauten Instrumenten so weit in der Mitte steht, dann ist das mit dem Rauschpegel auch nicht so ein großes Thema. Das ist eigentlich viel mehr ein Thema, wenn man irgendwo aus dem Publikum aufnimmt. Ja, zu dem Thema Export. Exportieren kann man in viele Formate. Ne? Dabei sollte man darauf achten, dass die Auflösung und die Frameraten von den Videoquellen, die man hauptsächlich verwendet, und die Auflösung des Projektes und die Auflösung des Exportes weitestgehend übereinstimmen, damit keine großen Interpolationen oder Transformationen da reinkommen. Zu den Formaten. MP4 hat das Problem, während man eine MP4-Datei erzeugt, die kann man erst anzeigen, wenn sie komplett geschrieben ist, weil da Längeninformationen ganz vorne schon drin stehen. Da würde ich als Container generell lieber Matroska nehmen, das sind MKV-Dateien oder WebM-Dateien gibt es auch. Der Vorteil von diesen Dateien ist einfach, dass es streamfähig ist. Man fängt an zu exportieren und dann kann man auch schon parallel den Player starten und kontrollieren, ob der Anfang so aussieht, wie man sich das gedacht hat oder ob man da doch irgendwelche dummen Fehler gemacht hat. Da gibt es dann noch einen Trick. Wenn man Vorbis oder Opus Coder als nutzen möchte, die Codecs, dann kann man einfach eine WebM-Datei, das ist eine Videodatei, exportieren und lässt das Video weg. Das ist eine Datei, mit der dann tatsächlich auch Smartphones, Windows und Macs klarkommen, was ansonsten bei freien Formaten eher problematisch ist. Ja, Shotcut-Dateien lassen sich als eigene Quelle importieren. Dann, ja, das ist der Import, nicht der Export, weil das Exportieren in eine Shotcut-Datei nennt man eigentlich das Speichern des Projektes. Ja, jetzt habe ich noch einen anderen Vortrag heute später. Da erwähne ich dann noch, wie man mit OBS Studio arbeitet. Und wenn man die beiden Programme miteinander kombiniert, das hat durchaus Vorteile. Das OBS Studio ist halt ein Live-Schnittgerät.
und nicht ein nicht-linearer Videoeditor. Und da produziert man im Prinzip in Echtzeit Material. Dadurch, dass man das in Echtzeit produziert, hat man normalerweise recht viel drin, was eigentlich nicht nötig ist. Deswegen ist es dann geschickt, das nachher noch einzukürzen. Was man halt, ja, das sind jetzt alles Plattitüden, die da noch auf meinen Folien stehen. Und die konsistente Beibehaltung der Auflösung, die hatte ich ja schon eben erwähnt, macht halt auch bei diesem Ping-Pong-Verfahren zwischen den zwei Editoren, zwischen den zwei Editiersystemen sehr viel Sinn. Ich denke mal, dass wir jetzt noch mal ein komplizierteres Beispiel zeigen, solange die Zeit noch dafür reicht. Ja, dann bis gleich. So, und hier habe ich jetzt mal ausnahmsweise nicht meinen Kopf im Bild, weil dieses Beispiel macht meinen Rechner schon komplett fertig, auch ohne dass ich noch ein OBS laufen habe, um das mit anderen Sachen zu kombinieren. Das ist also jetzt direkt vom Bildschirm abfotografiert und es ist immer noch schlimm genug. Wir können mal gerade schauen. Es ruckelt furchtbar. Kommt also überhaupt nicht gut damit zurecht. Man sieht ja ungefähr, wie die Bilder hier aufgebaut sind. Ich klicke mal gerade die ganzen Bilder hier weg. In der Hoffnung, dass dann die Rechenleistung ausreicht, um ein bisschen was zu spielen. Ich bin gerade etwas überrascht, weil irgendwie scheinen die Bilder nicht so ganz verschwunden zu sein. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die aus der Anzeige verschwunden sind. Schauen wir mal. Ja, das sind eigentlich hier Videos und Audios, ne? Da würde man eigentlich erwarten, dass die unsichtbar geworden sein sollten. Ist mir nicht ganz klar, warum das nicht passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Nee, ich glaube, ich habe falsch eingesetzt. Ja. Gut, also man sieht, wir haben hier jedenfalls jede Menge Videospuren, die hier eingesetzt wurden und auch jede Menge Audiospuren. Das Ganze stammte aus einer virtuellen Session, wo wir Akkordeon gespielt haben und jeder hat bei sich zu Hause Videos gedreht und ich habe daraus dann ein Video gemacht, was ich bei den letzten Linux-Tagen in Chemnitz dann auch im Rahmen meines Vortrags vorgeführt habe. Wenn wir da schauen, wie die einzelnen Videos behandelt sind, hat jedes Video, was hier drin ist, ein Filter. Haben wir gerade gesehen, das hat hier aufgeblitzt. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wieso sehe ich jetzt hier das Filter nicht. Da muss man mal Filter. Ist es irgendwo auf dem Bildschirm erschienen, wo ich es jetzt nicht sehen kann? Oder ist es auf einem anderen Bildschirm erschienen? Wie dämlich ist das denn? Noch ein Versuch. Filter. Es kommt immer noch auf dem anderen Bildschirm. Ich ziehe es mal gerade rüber. So, und da sieht man, das Filter, mit dem das jetzt der Thomas erschienen ist, da haben wir Größe, Position und Drehung. Da ist das in der Position verschoben worden, sein Video, und es ist zugeschnitten worden. Und wenn ich das jetzt mal hier versuche, nochmal wieder wegzumachen, dann ist er halt
ist sein Video ein Schnitt aus seinem Video ist hier reingeschoben worden. Und mit diesen Filtern hat man halt dann ja die ganzen einzelnen Videos. Jedes Video ist halt auf eine Größe angepasst worden und zugeschnitten worden, um dann das Gesamtbild am Ende zu ergeben. Und wenn ich jetzt mal hier die Zeitachse ein bisschen kleiner mache, sieht man, dass die verschiedenen Teile, die verschiedenen Aufnahmen, die wir hatten, mit Video unterlegt wurden. Also einige Leute haben ihren Rekorder durchlaufen lassen, andere haben nur dann, wenn es interessant war, eine Videoaufnahme gemacht. Und auf die Art und Weise ist das halt eine super lange Schnippelei gewesen. Und jeder ist in seiner Spur gelandet worden. Jedes Video ist dann in die passende Stelle geschoben worden. Die ganzen Tonspuren sind dazugelegt worden. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das dann war. Aber dadurch, dass Shotcut das dann alles hinterher exportiert, ist das kein Problem gewesen, dass er da völlig überfordert damit ist, das in Echtzeit auf meinem Rechner anzuzeigen und abzuspielen. Wir haben dann auch so ein Kollektiv verlangsamt, da muss man gegen kämpfen. Ja, aber das ist auch verwirrend. Okay. Ja. Das dann zu diesem Beispiel. Ja, das war jetzt der vorbereitete Teil des Vortrages. Ich würde fast sagen, ich habe halt hier schon nochmal einen Shotcut auf Lager. Wenn jetzt noch Fragen sein sollten. Also es stehen schon einige Fragen drin im Pad. Ich kann die ja dann vorlesen jetzt und dann kannst du die beantworten, wenn du magst. Ja, das hört sich eigentlich nach einem Plan an. Okay. Die erste Frage wäre, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen KDN Live und Shotcut? Dazu müsste ich mehr mit KDN Live gearbeitet haben, um das sagen zu können. Also ich weiß, dass ich im Endeffekt bei Shotcut gelandet bin, weil es zum einen relativ robust ist und weil es zum anderen auch relativ gut mit der GPU zusammengearbeitet hat und ich damit klarkam. Das heißt, meine letzten Erfahrungen mit KDN Live sind eigentlich auch schon mehrere Jahre zurück. Und diese Frage wirklich qualifiziert zu beantworten, das würde mich überfordern. Ich bin halt bei Shotcut gelandet, nachdem ich mehrere Sachen ausprobiert habe, aber der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist, ist schon einige Jahre her, sodass ich da wirklich nicht qualifiziert was drüber sagen könnte. Okay, nächste Frage wäre, was sind denn aus deiner Erfahrung sinnvolle Hardware-Anforderungen an Shotcut? Also das hängt halt davon ab, wie flüssig man arbeiten möchte. Ne? Also wie man gerade gesehen hat, wenn die Sachen wirklich kompliziert werden, wird es halt auch eng mit dem Shotcut. Der jetzige Rechner, mit dem ich arbeite, hat 16 GB Speicher. Das ist, denke ich, generell für Videoarbeit schon eine sinnvolle Größe, einfach weil da doch relativ große Datenmengen hin und her geschaufelt werden, auch wenn man mit Proxys arbeitet. Es ist ein ThinkPad T420, den ich habe. Das heißt, das ist ein Prozessor der zweiten Intel Core Generation, also sprich von 2012 oder so, vielleicht auch noch älter. Und wichtig ist halt, dass er eine GPU hat. In diesem Fall ist es eine Intel, ich weiß nicht, wie die sich nennt, Intel 3000 GPU oder so. Und also sprich eine eingebaute. Und die Intel GPUs werden halt ganz gut auch unterstützt von Libraries. Und ich habe halt eine 4-Prozessor-Maschine. Ne? Ich würde schon sagen,
mehr ist immer gut, also mehr Speicher ist gut und mehr Leistung ist gut. Aber die Anforderungen sind jetzt halt nicht so, dass man sagen würde, da ist ein moderner Hochleistungsrechner für erforderlich. Je mehr Hochleistung man hat, desto flüssiger arbeitet es sich, desto weniger ruckelt er vielleicht rum, desto mehr kann man da reinwerfen und desto schneller gehen natürlich auch die Exporte, die im Hintergrund laufen. Aber im Endeffekt würde ich halt sagen, dass bei aktuellen Rechnern sollte man auf ausreichend Speicher achten. Wie gesagt, das hat bei mir schon einen Unterschied gemacht, dass ich da 16 Gigabyte Speicher habe. Aber die restlichen Anforderungen sind, glaube ich, so, dass man sagen würde, wenn man überhaupt über Videos nachdenkt, sind da keine besonders großen Anforderungen. Okay, nächste Frage. Kann Shotcut eine Audiospur und eine Video-Audiospur automatisch synchronisieren? Nein, das macht man optisch, indem man halt sich diese Waveforms anschaut und übereinander schiebt. Aber eine feste Funktionalität dafür habe ich da nicht gefunden. Und das ist auch, sagen wir mal, man kriegt es normalerweise relativ schnell hin. Und dann noch eine. Welche Installationsquelle empfiehlst du, beziehungsweise warum sind die oder ist die Shotcut-Version in Fedora 35 schon ein Jahr alt? Oh, also ich kann über Fedora leider keine Aussagen machen. Ich selber benutze ein Ubuntu. Die Installationsquelle, die ich verwende, ist jetzt momentan das Snap. So, und das ist eine sehr eigentümliche Sache. Ich habe halt ein ThinkPad T420 und wenn ich da Desktops laufen lasse mit Compositor, dann sind Icons, werden alle zu schwarzen Quadraten. Irgendwie scheint die GPU nicht sauber unterstützt zu sein. Und es ist so, dass der Shotcut, den ich von der aktuellen Entwicklungsversion installiere und der Shotcut vom Snap, das ist dieselbe Version. Der Shotcut von der Entwicklungsversion von Ubuntu hat halt auch schwarze Quadrate statt aller Icons. Der vom Snap hat es nicht. Was da der Hintergrund ist und das sind jetzt eigenartige Kriterien, nach denen man seine Software auswählt, aber es ist tatsächlich so, dass beim Shotcut nehme ich halt die Snap-Version vom Ubuntu und bei zu Fedora kann ich leider da nicht viel sagen. Bei dem Beispiel mit der virtuellen Session, da spielt doch vermutlich nicht jeder gleich schnell. Wie bekommst du die einzelnen Spuren auf eine gemeinsame Geschwindigkeit? Da spielt jeder gleich schnell, weil das war eine Jamulus-Session. Das heißt, wir waren alle über Internet miteinander verbunden und haben mit relativ geringer Latenz einander auch gehört. Wir haben also die 4 Monate waren es, glaube ich, die wir im totalen Lockdown waren, haben wir tatsächlich mit Jamulus geprobt. Vortrag letzte Linux-Tage, ne, findet ihr bestimmt noch irgendwo die Aufzeichnung zu. Und haben deswegen tatsächlich auch alle synchron gespielt. Auch wenn jeder bei sich zu Hause saß und jeder dann sein mit irgendeinem anderen Videogerät das aufgezeichnet hat. Ich habe halt die Leute darum gebeten, dass wir diese eine Probesession, dass sie irgendjemanden dazu treten, die Kamera anzustellen oder so. Und dann habe ich halt die ganzen Videos gesammelt. Die haben natürlich auch alle eine eigene Tonspur, die Videos, aber die Tonspuren, die ich tatsächlich dann im Endergebnis verheizt habe, waren die von unserer Jamulus-Session, also sprich die mit den guten Mikrofonen und nicht mit den Videomikrofonen aufgenommen waren und die auf einem zentralen Server zusammenliefen. Ja, dazu passt noch eine andere Frage. Dann bittet jemand nochmal zu nennen, wie der Filter heißt, mit dem diese Jamulus-Videos auf einem Bildschirm zusammengeführt wurden. Das war alles Handarbeit. Also sprich, ich habe, wie auch im Video gezeigt, habe ich halt jedes Video verkleinert, zurechtgeschnitten. Ich habe halt vorher mir aufgemalt, welche Auflösung habe ich zur Verfügung, wie will ich die Dinger anordnen, habe ich ausgerechnet, wo jedes Bildchen hin muss und habe dann die Filterparameter entsprechend eingegeben. Also das war,
Da gibt es kein spezielles Filter. Es war tatsächlich die normalen Positionierungs- und Cut-Filter, die ich da kombiniert habe, um zu diesem Endergebnis zu kommen. Dann noch eine Frage. Gibt es vorgefertigte Intros, Outros, die man unkompliziert in so ein Video einfügen kann? Vorgefertigte? Also ich weiß nicht, was da, also es gibt, wenn ich kann mal gerade gucken, und was war das? Ich bin im falschen Menü. Sekunde. Andere öffnen hat so etwas wie Blitz, Video, wo haben wir es denn? Zähler. Also man kann sowas wie ein Downcount oder so, kann man halt einfügen. Es gibt halt so ein paar vorgefertigte Sachen, aber das sind jetzt nicht wirklich Textbildschirm, Farbbalken, Audio. Man sieht, das ist jetzt alles nicht die Welt. Ne? Ich wüsste nicht, wo es, also wenn man irgendeine Sammlung hat von Anfängen und von Intros und Outros oder so, dann denke ich mal, gäbe es kein Problem. Also dann schneidet man die halt einfach rein, aber dass es eine vorgefertigte Sammlung gäbe, die da mitkommen, wüsste ich nicht. Es wird gerade noch ergänzt, die Frage. Das heißt irgendwie 3D-Animated Titles. So heißt es bei OpenShot. Ob es sowas... 3D-Animated... bin ich jetzt, ich habe das noch nicht ausprobiert, was Text hier einfügen kann. Die Vorstellung, das sieht nicht danach aus. Nein. Okay. Aber dann, im Prinzip kann man es natürlich dann mit einem anderen Editor machen, abspeichern und dann einfügen. Ne? Dann noch, gibt es verschiedene Easing-Funktionen für Keyframe-Animationen oder wird immer linear interpoliert? Das kann ich mal gerade, Moment, Schlüsselbilder nennt er das. Es ist so ein bisschen, er hat linear und er hat smooth zum Einfügen, aber ich weiß nicht genau, was er macht, wenn man die Schlüsselbilder smooth einfügt. Mal gucken, was haben wir denn hier, Filterparameter. Filter, gucken wir mal, ergänzen, das ist gar nicht. Machen wir mal hier Videofilter. Dann, was haben wir hier? Position hätte ich gerne irgend sowas in der Richtung. Na, Bildzeilen. Wir sollten nochmal kurz hinweisen, da kommt noch die Frage, der Bildschirm ist nicht zu sehen. Einmal oben bitte auf öffentlichen Chat klicken und dann unten das kleine Fensterchen vergrößern. Moment, auf öffentlichen Chat klicken? Nein, du nicht. Nur so. Die Frage im Pad war das ja. Okay. Dann erscheint nämlich die Spalte, wo der öffentliche Chat ist. Und da ganz unten ist das kleine Fensterchen, wo der Referent zu sehen ist. Und da kann man oben ja, rechts so, das Fenster vergrößern. Weil das eben zu klein ist, dein Bild. Ja. Ja, okay. Größe, Position und Drehung habe ich jetzt hier. Dann klicke ich hier an, dass ich das Keyframable machen will. So. Dann hat er jetzt hier den Keyframe hingenagelt. Und wenn ich da mit der rechten Maus draufklicke, dann haben wir als Schlüsselbildtyp halten linear geglättet. Und geglättet ist halt dann ein nicht lineares Variieren, sondern ein smoothes Variieren. Aber ich weiß jetzt nicht genau, mit welcher Funktion der das dann variiert. Und ich kann mal dann hier einen anderen setzen. Dann machen wir hier mal Größe. 20% und dann setzen wir noch einen dritten, machen hier Größe 100% wieder und wenn man das dann hier laufen lässt, so mal gerade schauen, da sieht man jetzt gerade nicht viel, da muss ich vielleicht mal den, dann sieht man, dass halt hier das kleiner wird. Und dann wieder hier größer. Also jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir den mittleren auf Smooth setzen. Also Schlüsselbildtyp geglättet. Und dann
was das für einen Unterschied macht. Also ich sehe nicht wirklich genau, wo der Unterschied darin liegt. Man kann einen Unterschied machen, ne? Aber ich weiß nicht, was der genau bedeutet. Ja, sonstige Fragen? Wir sind soweit durch mit den Fragen. Der Vortrag wird ja hier auch aufgezeichnet und steht dann demnächst unter diesem Vortragslink oder der Vortragsbeschreibung auf der Webseite. Und ist dann danach abrufbar. Da war nämlich auch noch eine Frage dazu, wo man den Vortrag dann nochmal nachschauen kann. Und da bedankt sich noch ein Chor wegen der Inspiration aus dem Vorjahr. Die haben offensichtlich dann mit Gemulus dann weiter proben können. Ja, ja. Was will man machen, ne? Mhm. Ja, ich denke, wir haben jetzt auch 55 Minuten vom Vortrag fast erreicht, was auch mehr oder weniger das Limit ist. Dann bedanke ich mich natürlich bei allen Leuten, die hier dazugekommen sind, für ihr Interesse und hoffe, dass ihr da etwas mitnehmen konntet und ja, vielleicht die eine oder andere Anregung. Und wie gesagt, um 13 Uhr habe ich im selben Raum hier, also nicht im selben Big Blue Button Raum, aber im selben Hörsaal, dann noch einen Vortrag zu OBS, wo ihr auch schon ein bisschen gesehen habt, wie ich da mit Bildquellen jongliert habe, um diese Demo zu machen. Ja, vielen Dank und vielleicht bis nachher noch. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.